Ja, Leute, da habe ich wieder meinen kleinen Fehler gemacht. War ich wieder nicht geduldig genug? Welcher Fehler das ist, das zeige ich dir gleich. Ich würde sagen, den Gartenrundgang im Mai starten wir mal im hinteren Teil des Gartens, im wilden Teil. Wir machen mal den Schwenk hier hinter. Ja, der Dschungel wartet auf euch, Leute. Und jetzt gehen wir da direkt rein. Das erste, mit dem ich heute anfangen möchte, ist aber jetzt keine Kultur, keine Gemüsekultur, sondern das sind Wildpflanzen. Und ihr seht, alles voller Brennnesseln hier. Und ihr seht, wenn ihr da mal ganz hinterschaut, schaut mal da in den Urwald rein. Auch ein ganzes Feld voller Brennnesseln und die bleiben hier auch tatsächlich unberührt stehen, die ganze Saison über. Die fasse ich nicht an. Und ich hatte ja vor kurzem mal so einen Schrott gemacht und da war ja Folgendes. In den letzten, also es wurde da mal eine Studie gemacht vor 27 Jahren irgendwie. Und da wurde festgestellt, was hat sich seit dieser Studie vor 27 Jahren, da werden da irgendwo in der Wildnis oder auf Wiesen und so weiter, werden da so Fangnetze aufgestellt, so Fangcontainer. Und da wird dann geschaut, okay, wie viele Bienen, wie viele Spinnen und was da alles rumkriecht und rumfleucht, sind da drinnen. Und das Experiment wurde nochmal 27 Jahre später gemacht. Und da wurde festgestellt, dass ein Insektenschwund oder ein Schwund der Insektenmasse von bis zu 73% zu verzeichnen war. Also das ist eine unglaubliche Zahl, wenn das auch nur ansatzweise stimmt, ob das nun 73% sind oder am Ende 65%, was wir da an Insektenmasse eingebüßt haben. Es ist einfach unglaublich. Und ich glaube, wenn ihr in eurem Garten die Möglichkeit habt, legt da irgendwie ein Insektenhotel an, legt Totholzhecken an, sät Bienenweide aus. Es sind nicht viele Dinge, die man selber tun kann, aber es ist so ein ganz kleiner, winziger Baustein, wie wir hier bei uns die Insekten unterstützen können. Alles schon schön abgemulcht unter einer richtig dicken Mulchschicht, also alles, was ich hier hinten abgemäht habe, das kommt hier auf die Kartoffeln. Ja, die sehen schon ganz gut aus, bin ich echt zufrieden, sind gut gekommen und die können jetzt hier die nächsten Wochen wachsen und gedeihen. Also das hat schon mal ganz gut funktioniert. Und ihr folgt mir ja bestimmt alle auf Instagram oder etwa nicht. Und wenn nicht, könnt ihr das gerne mal abonnieren, denn da habe ich gerade so die kleine Erbsen-Battle mit dem Dennis von Zurück zum Garten und dem Davis vom Naschgarten. Also wir betteln uns da mal ein bisschen, wie weit sind unsere Erbsen. Ich bin mal dieses Jahr in diese kleine Schlacht mit eingestiegen und ja, wir versuchen dann immer mit allerlei Tricks und Kniffen, mit himmlischem Beistand das Wachstum unserer Erbsen zu beschleunigen und dass wir als Erste die Erbsen ernten können. Und ich schaue mit euch mal genauer zu den Erbsen. Schaut mal, Leute, ich habe mir sogar diesmal himmlischen Beistand vom Schutzheiligen der Erbsen geholt. Und das ist hier Erbsosuma. Und ich denke, der wird mir wirklich in unserer Erbsenbattle den Sieg bescheren. Für den einen oder anderen, der öfters die Videos schaut, ich hatte ja hier hinten nochmal neu ausgesät, die Erbsen. Also das war jetzt dann das dritte Mal. Und ihr könnt raten, was passiert ist. Ich habe heute geschaut wieder, irgendwie, es müssten auch wieder langsam keimen, die Erbsen, aber die Erbsen sind wieder weg. Wir können jetzt gerne noch mal zusammen hinschauen. Ich muss mir noch mal kurz ein passendes Tool holen. Das finden wir hier. Ich glaube, die Mäuse, also ich hatte euch ja gefragt, was könnte der Grund dafür sein, dass die Erbsen immer weggefressen werden? Und ihr hattet gesagt, das können bloß Mäuse sein. Und ich hatte heute mal wieder gekratzt. Und die Erbsen sind auch schon wieder weg. Wie ihr seht, ich kratze hier. Ey, es ist echt ein Déjà-vu hier. Ja, nicht eine Erbse da. Also, ich gebe es auf, Leute. Alle guten Dinge sind drei, aber viertes Mal sehe ich jetzt hier nicht mehr aus. Da müssen wir mit dem leben, was wir hier haben. Und so schlecht sieht es ja nicht aus. Also ist ja ganz gut aufgegangen. Und mit dem Netz, seht ihr ja mal hier, bin ich so ganz gut zufrieden. Der Aufbau war etwas schwierig, hatte vielleicht der eine oder andere gesehen. Und ich habe die noch ein bisschen angehäufelt hier, dass sie ein bisschen mehr Stabilität haben und dann auch in Richtung des Netzes gedrückt werden. Wir werfen noch mal einen kleinen Blick an die Johannisbeerbüsche. Also da hängt auch ordentlich was dran dieses Jahr. Und hier können wir sehen, hier ist eine Malve gewachsen und die deckt jetzt hier meinen Johannisbeerbusch ab. Aber ich glaube, das kriegt man irgendwie hin. Ich werde jetzt hier noch ein Stück hier rüber biegen. Und ihr seht, hier ist auch genauso viel dran. Also
das sieht ganz gut aus dieses Jahr auf jeden Fall. Und hier haben wir nochmal ein kleines Kartoffelbeet. Diese Kartoffeln hatte ich ein bisschen früher gesteckt, glaube ich Ende Februar. Ich hatte die einfach noch rumliegen. Ich habe die gedacht, ach komm, spring sie einfach mal in die Erde und wir schauen mal, was passiert. Aber ihr seht, so viel größer als die Kartoffeln hier hinten in der Reihe sind die auch nicht. Also es macht nicht wirklich einen Unterschied, die jetzt extrem zeitig zu machen. Also wie gesagt, man kann sich da wirklich jedes Jahr immer schön Zeit lassen. So, das ist der Knoblauch. Der steht ganz gut. Hatte ich nochmal gedüngt und ja, jetzt kann der wachsen bis Ende Juni. Dann sollte der so langsam reif sein. Ihr seht hier hinten der Rhabarber. Da mache ich mir schon jeden Tag kräftig was ab. Der sieht echt gut aus. Ja. Hier der Rhabarber, den hatte ich ja euch das letzte Mal schon gezeigt. Also ein bisschen gewachsen ist er, aber der ist immer noch ziemlich weit hinten dran. Das ist aber eine andere Sorte. Ja, aber der wird auch so langsam. Den muss ich noch mal ein bisschen mit Wasser verwöhnen. Hier haben wir auch noch mal Johannisbeeren und ihr seht, tja, hängen auch voll. Also Johannisbeeren wird es dieses Jahr wieder massenhaft geben. Könnt ihr ja hier sehen, also... Ich glaube, hier bleibt wieder der Hälfte dran hängen, weil ich einfach nicht dazu komme, die abzuernten. Aber es ist trotzdem wunderschön anzusehen auch. Ne? Jetzt sind wir hier im vorderen Teil des Gartens, wo die Mini-Hochbeete sind. Das große Hochbeet, die beiden Mini-Hochbeete da hinten. Und da hinten ist dann der Folientunnel. Da werfen wir auf jeden Fall mal einen Blick rein. Ja, unsere Dachrinne. Ich hatte ja in dem einen Video die Dachrinne mit den Erdbeerpflanzen bepflanzt. Das sieht richtig gut aus. Die blühen jetzt gerade. So, ein bisschen das Beikraut rausmachen hier. Also bisher funktioniert das ganz gut. Ist auch schön feucht, die Erde. Also kann man wirklich probieren. Hattet ihr mir ja auch Feedback gegeben. Erstmal vielen Dank dafür, dass das einige von euch auch machen und das super funktioniert. Ich bin echt gespannt, aber ich denke so, wie sich das anfühlt, so sollte das auf jeden Fall funktionieren. Hier hinten nochmal ein bisschen Knoblauch. Hier sind die Erdbeeren im Freiland. Und dazwischen, das sind die Wintersteckzwiebeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die habe ich letztes Jahr, ich weiß nicht, im November hatte ich da mal einen Short gemacht, wie ich die gesteckt habe. Also, ja, ob ich das jetzt nochmal machen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wenn ich die im Frühjahr gesteckten Zwiebeln hier vergleiche, so sehen die aus. Und so sehen die Wintersteckzwiebeln aus. Kann man machen, muss man nicht machen, würde ich sagen. Schon kommen wir zum ersten Mini-Hochbeet, so wie ich die immer nenne, diese Steckkästen. Und das hier drin, was ihr hier seht, das sind Blumenkohlpflanzen. Ich lasse jetzt aber auch den Deckel mit dem Kulturschutznetz geschlossen, denn Mitte Mai und im Juni beginnt die Flugzeit des großen und des kleinen Kohlweißlings. Und der flattert jetzt hier überall rum und sucht nach einem Ablagestandort für seine Eier. Und dann irgendwann schlüpfen aus den Eiern viele kleine Larven, die dann anfangen, eure Kohlpflanzen wegzufressen. Daher mein Rat, wenn ihr Kohlkulturen habt, dann auf jeden Fall diese Kulturschutznetze, Gemüseschutznetze, wie auch immer ihr die nennen wollt, nutzen. Weil das ist wirklich ein richtiger Pluspunkt und wird euch auf jeden Fall eine gute Ernte sichern. Und die kann man ja jedes Jahr wieder verwenden. Also da geht mir jetzt nichts kaputt. Die sind echt sehr robust gemacht. Also bin ich sehr zufrieden. Ich habe die euch mal in der Beschreibung verlinkt, falls da jemand Interesse haben sollte. Kommen wir zum zweiten Mini-Hochbeet. Da können wir mal den Deckel aufmachen. Und ihr seht, die Möhren, die stehen echt richtig gut dieses Jahr. Also ich weiß gar nicht, ob ich die schon jemals so gut hinbekommen habe oder ob die schon jemals so gut gewachsen sind bei mir. Aber hier drinnen, das passt richtig gut. Und ich hatte ja ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da ging es um diese Geheimformel für Hochbeete. Da hatte ich ja mit der Pflanzkohle gearbeitet, mit dem, was war da mit dabei, Urgesteinsmehl und den Hundspänen. Hatte ich da ein Gemisch gemacht, hatte das eingearbeitet und das scheint echt gut zu funktionieren, Leute. Das hatte ich schon mal letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dieses Jahr wieder ausprobiert und es scheint echt gut zu sein. Also ich hatte ja auch in den anderen Hochbeeten Radies geerntet, also solche großen Radies hatte ich mein Leben noch nicht gehabt, also das bin ich sehr zufrieden. Auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr wieder umsetzen. Video verlinke ich dir nochmal am Ende des Videos. Kannst du vielleicht nochmal reinschauen, wenn du da Interesse haben solltest. Und ansonsten siehst du hier Salat ohne Ende. Die Zwiebeln wachsen, die Möhren wachsen. Also ich kann mich hier, glaube ich, mit meinem Salat auf den Markt stellen.
Also keine Ahnung, wer den alles essen soll, aber okay. Also an Salat mangelt es auf jeden Fall nicht. Und du kannst dir vorstellen, jetzt gibt es bei mir abends jede Menge Salat. Also das ist auf jeden Fall ein Muss und ich freue mich jeden Abend aufs Neue drauf. So Freunde, ich werde gleich mal die Gunst der Stunde nutzen, hier die Vorkulturen abzuernten. Du siehst hier, das ist Spinat. Der muss jetzt raus, weil... Ja, wir haben es jetzt Mitte Mai, also so langsam muss hier echt Platz im Hochbeet werden, weil hier sollen dann die Chilis rein. Ich will hier noch Buschbohnen auf jeden Fall reinmachen. Dann kommt hier schon der Mangold. Die Kohlrabi müssen noch vereinzelt werden, also hier muss jetzt ein bisschen Platz werden. Ich zeige dir das nochmal von der Nähe kurz, dass du dir da eine bessere Vorstellung machst. Ja, seht mal hier, das ist der restliche Spinat. Also ich hatte bestimmt schon 6 oder 7 Spinaternten. Also das hat echt gut funktioniert dieses Jahr. Hier hinten sind nochmal Erdbeeren. Das sind die Kohlrabis, die stehen noch ein bisschen zu eng. Die müssen dann noch vereinzelt werden. Hier kommt der erste Mangold nochmal. Ich wollte auch nochmal hier im Hochbeet Mangold machen. Und das hier sind die Erbsen. Hatte mir eine Zuschauerin mal den Tipp gegeben, die am Rand des Hochbeetes zu sehen und hier runterranken zu lassen. Das probiere ich dieses Jahr mal. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Ja, hier noch ein paar Asia-Salate, die kommen heute auch raus. Also hier wird, machen wir gleich mal richtig Revue, Leute. Und jetzt kommen wir noch an diese Stelle, die ich euch im Intro gezeigt hatte. Ja, schaut mal hier, wie die Blätter aussehen. Alles verbrannt, Sonnenbrand. Hatte ich nicht lange genug abgehärtet, aber ich sage es euch ja immer, ich zeige euch auch die Dinge, die schief gehen. Weil bei mir geht auch mehr als genug schief. Also so sieht es aus, wenn die Pflanzen Sonnenbrand haben. Ich habe aber wie gesagt noch 10 von diesen Ampeltomaten da, von daher ist jetzt nicht so wild, muss ich nochmal nachpflanzen, aber ich warte nochmal, bis diese kalten Nachttemperaturen vorüber sind nächste Woche. Salat, wer möchte Salat? Pflücksalat, en masse hier. Hallo Leute, also dieser Salat, der ist auch dieses Jahr so schön gekommen, hatte ich auch die letzten Jahre nicht so schön gehabt, also dieses Jahr, das hat echt alles richtig gut funktioniert. Lag wahrscheinlich auch mit an den Temperaturen. Ansonsten, was haben wir hier? Hier ist eine Aubergine. Die habe ich jetzt aber schon unter dem Kälteschutzvlies. Weil wie gesagt, die musste irgendwie raus, für die hatte ich keinen Platz mehr. Und die habe ich jetzt mit so einem Kälteschutzvlies abgedeckt. So, wer hat Lust auf Spinat? Also immer erstaunlich, wenn man den in die Pfanne wirft, wie doll der zusammengeht, aber... Ich denke mal, das wird schon eine richtig schöne Mahlzeit für mich ergeben. Schön mit Butter, schön Zwiebel, Knoblauch dazu. Liebe ich. So, die werden hier auch gleich abgeerntet. Zack. Und ihr könnt mir auch mal sehr gerne ein Feedback geben in den Kommentaren. Wie läuft es denn bei euch dieses Jahr in den Hochbeeten? Ist alles so gekommen, wie ihr euch das gewünscht habt? Oder gab es da irgendwie Probleme? Also wie gesagt, mit Schnecken dieses Jahr ist erstaunlich ruhig. Also irgendwas ist faul. Keine Ahnung, was faul ist, aber hatte ich in den ganzen Jahren, wo ich hier Gärtner noch nie, dass es so ruhig war mit den Schnecken. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann es euch nicht sagen, aber es ist echt sehr außergewöhnlich. Also ich nehme es gerne als Geschenk an, aber irgendwie, weiß nicht. Ist irgendwie komisch, fühlt sich komisch an, ist irgendwie total anders dieses Jahr. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Also bisher das Feedback, was ich von euch bekommen habe, hinsichtlich der Schnecken, ist genau dasselbe. Also es ist ruhiger als sonst. Schauen wir einfach mal, wenn es ein bisschen nässer wird, ob das dann ums Doppelte und Dreifache mehr losgeht. Ob da so eine Schneckenwelle über uns hereinbricht. Aber bisher, ja, sehr schön auf jeden Fall. So Freunde, das wäre geschafft. Ich hoffe, ich kriege es noch hin, zeitlich den Pflanzplan für Mai, Juni zu machen. Kann auch sein, dass er erst nach dem Gartenrundgang kommt. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Hattet ihr mir ja schon ganz oft geschrieben, ja, mach mal den Plan und so. Ja, Zeit rennt einfach weg, es ist unglaublich. Und nochmal vielen Dank an alle. Übrigens zwecks der Abonnentenzahl, also in den letzten... Seit März, glaube ich, um 10.000 Abonnenten mehr bei YouTube. Insta ist explodiert. Da hatte ich irgendwie mit 5.000 im März gehabt und jetzt habe ich da 15.000. TikTok sind wir jetzt schon bei 65.000. Also ja, vielen lieben Dank an alle, die da abonnieren und immer die Videos kräftig schauen. Wir machen da nochmal Ende der Saison ein richtig schönes Gewinnspiel auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier erstmal richtig Druck. Jetzt muss erstmal was passieren, aber wir kommen auch wieder in ruhigere Gefilde. So Leute, und last but not least, ich glaube, es ist schon wieder viel zu lang geworden.
der Blick in den Folientunnel. Und da siehst, ja, da habe ich auch schon einiges gemacht. Wir gehen mal rein. Gehen wir hier einmal herum. Den hatte ich euch ja vorgestellt, den Folientunnel, in einem der letzten Videos. Ja, und so schaut das jetzt hier drinnen aus. Und du siehst, hier wartet noch eine Süßkartoffel auf die Auspflanzung ins Freiland. Die Melonen, die müssen auch noch ein bisschen werden. Die hatte ich zu spät angesetzt. Aber ansonsten, ja, die ganzen Chili-Pflanzen, die du hier siehst, alle selber vorgezogen. Also hier ist nichts zugekauft. Und das sind die kleinen Babys, die wir unter unserem Kunstlicht hatten. Wenn man sich das vorstellt, wie die mal im Januar begonnen haben. Ja? Und jetzt sind sie schon so groß. Ist wie Mitmenschen irgendwie. Ja, Leute, und von der Größe. Ich hatte mir ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben, dieses Jahr nicht so viel anzubauen, sondern das eher klein zu halten, damit ich auch ein bisschen in Ruhe Videos machen kann und so weiter. Aber es hat schon wieder echt, wenn ich jetzt noch die Süßkartoffeln rauspflanze, die Melonen rauspflanze, Zucchini, Kürbis, das ist schon wieder echt so groß geworden. Größer als ich es wollte, um ehrlich zu sein. Aber ich bringe es auch dann immer nicht übers Herz, die Pflanzen vorzuziehen und dann irgendwie, weiß nicht, ich habe schon jede Menge verschenkt. Aber die meisten sagen, die heben schon die Hände. Nein, ich will keine Chili-Pflanzen mehr. Also müssen die hier irgendwo hin. Irgendwo müssen die ausgepflanzt werden, weil jetzt so umsonst vorgezogen möchte ich sie auch nicht haben. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass es ein relativ feuchtes Jahr wird, weil ansonsten keine Ahnung, ob das Wasser reicht. Wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, ich gieße nur mit Regenwasser. Ich habe ja keinen Wasseranschluss, aber wir schauen einfach mal. Ja, Leute, ich hoffe, der kleine Gartenrundgang im Mai hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick gewinnen, was hier gerade im Garten so passiert. Und hier findest du nochmal das Video mit den Schnecken und hier das Video mit dieser Geheimformel, die ich hier in den Hochbeeten angewendet habe und die echt ganz gut zu funktionieren scheint. Danke für deine Zeit. Bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.